Strela Bergkund, der Gaul Serra de Strela, so genannt hier aus der Serra de Strela. Es ist ein Hirtenhund, der die Herde vor den Wölfen schützt. Und heute wird er immer noch dazu gebraucht, als Hirtenhund, aber auch als Familienhund und als guten Wachhund. Es ist kein aggressiver Hund, er ist da ein wenig eigensinnig und macht gerne, was er will. Aber mit Geduld kann man ihm auch ein Basisgehorsam beibringen. Ganz jung geht es am besten und mit positiver Stimulation, nie mit Strafen oder so, sonst kehrt er sich eher ab. Dieser hier ist 10 Wochen alt, also 2,5 Monate. Es ist ein Hund, der sehr schnell wächst. In einem Jahr hat er fast sein Endgewicht. Er braucht aber noch 2-3 Jahre, bis er voll ausgewachsen ist. Die Rüden werden hauptsächlich so ganz in ihrer vollen Größe, so erst ab 3, manchmal sogar 4 Jahren, erreichen sie ihre volle Größe und sind eigentlich sehr stattliche Hunde.
brauchen dementsprechend viel Platz. Es ist kein Wohnungshund, denn er verliert viel Haare während dem Jahreswechsel, während dem Jahreszeitenwechsel und das muss man eben in Betracht ziehen. Man kann ihn gut mit anderen Tieren zusammen angewöhnen, mit Katzen, bei Katzen. Oder zwei Rüden zusammen ist eher etwas schwierig. Manchmal geht es, manchmal werden sie zu Rivalen und da muss man sie trennen können. Ja, hier sind ein paar Cups, dass man an Ausstellungen gewinnen kann. Das bedeutet aber nicht so viel. Das Wichtigste ist, dass man weiß, dass der Hund gut ist, dass der Hund gesund ist, schön, dass er der Rasse entspricht, einen guten Charakter hat. Und das Allerwichtigste ist, dass die Leute, die einen Welpen von meiner Zuchtstätte bekommen, dass sie damit total zufrieden sind. Das ist das Wichtigste. Und für das arbeite ich. Und es freut mich, wenn ich die Leute und gute Nachrichten bekomme von den Hunden, die in alle Welt so stolz sind. Anjinhos já vêm cantando no céu.